über Rosa Luxemburgs Schrift Die Schlussperiode des Kapitalismus. Rosa Luxemburg beschreibt am ausdrucksreichsten, intensiver und präziser aller Marxisten das Ende des Kapitalismus. Bei Karl Marx ist es leider nur ein sanftes Einschlummern. Er schreibt im dritten Band des Kapitals, Zitat, die Profitrate, das heißt der verhältnismäßige Kapitalzuwachs, ist vor allem wichtig für alle neuen, sich selbstständig gruppierenden Kapitalableger. Und sobald die Kapitalbildung ausschließlich in die Hände einiger wenigen fertigen Großkapital fließe, für die Masse des Profits die Rate aufwiegt, wäre überhaupt das belebende Feuer der Produktion erloschen. Sie würde einschlummern. Zitat Ende. Karl Marx, Das Kapital, Band 3, Seite 269, Link 1. Oder er erwähnt es mit Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest, aber nur mit den Notwendigkeiten für die Kapitalisten. Den Rest, da muss man selber die Schlussfolgerung ziehen. Wir haben erschrocken festgestellt, dass fast alle Marxisten, auch viele Erfahrene, die Schlussfolgerung gar nicht gezogen haben und daher eigentlich auch den ganzen Marxismus gar nicht verstehen können. Ohne das Gesetz des Falls der Profitrate verstanden zu haben, kann man den ganzen Marxismus gar nicht verstehen. Die Formel der Profitrate, M durch Klammer auf C plus H, zu verstehen, ist bei Marx eine unbedingte Voraussetzung und genauso wichtig wie bei Albert Einstein die Formel E gleich mc Quadrat. Marx und Engels fragen im Manifest, Zitat, wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften, andererseits durch die Eroberung neuer Märkte und die gründliche Ausbeutung alter Märkte. Wodurch also? Dadurch, dass die allseitige und gewaltige Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert. Zitat Ende. Karl Marx und Friedrich Engels, Kommunistisches Manifest, MEW, Band 4, Seite 468. Link 2. Nachdem die marxistische Theorie ausgearbeitet war, konnte Rosa Luxemburg 1913 natürlich in ihrem Buch Die Akkumulation des Kapitals dann in die Details gehen. Link 3. Sie beschreibt in den Absätzen des 29. Kapitels Der Kampf gegen die Bauernwirtschaft das Endresultat des Verhältnisses von Kapitalismus und Naturalwirtschaft. Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, Band 5, Seite 363 bis 365, Dietz Verlag Berlin, 1975. Oder auch Marxist, Internetarchiv, Link 4. Oder bei Marxismus Bilderbuch, Link 5. Zitat: Wenn der Kapitalismus also von nicht-kapitalistischen Formationen lebt, so lebt er genauer gesprochen
von dem Ruin dieser Formation. Und wenn er des nicht-kapitalistischen Milieus zur Akkumulation unbedingt bedarf, so braucht er es als Nährboden, auf dessen Kosten, durch dessen Aufsaugung die Akkumulation sich vollzieht. Zitat Ende. Das sehen wir sehr deutlich in Afrika, zu Europa bestätigt, wo in Afrika die Hühnerbauern aufgeben müssen, weil in Europa die großen Supermärkte ihre Hühnchennester mit EU-Agrarsubventionen billigsten Afrika zu Dumpingpreisen verschleudern oder wie die afrikanischen Fischer aufgeben müssen, weil die großen europäischen Trawler dort die Meere leer fischen. Wegen der Konkurrenz muss der Kapitalist jährlich um mehr als 3% rationalisieren, sonst geht er unter. Wenn er die Arbeiter nicht auf die Straße setzen soll, muss er jährlich um 3% wachsen. Das macht er, indem er die nicht-kapitalistischen Sphären erobert. Wenn alle erobert worden sind, dann beginnt der Endkampf. Nun ist die Erde rund, also das Ende ist eingebaut und das erreicht.